So, Leute, dann geht's weiter. Wir machen die nächste Mission. Warte, ich gucke erstmal, ob es diesmal. Ja, ja, jetzt läuft's. Ja, wir machen mal Strand, oder? Machen wir mal Strand. Achso. Okay, gucken wir erstmal hier. Reizende Gesellschaft. Okay, dann hören wir uns das Briefing mal an. Die Karte gucke ich gleich. Okay, everyone, take a seat. Here's what we've got. We've got an interesting one on our hands. The faces you see on your tablets are the Tran brothers. They come from a normal family up in Kauaiu. I know it's not our usual hunt, but we've got an arrest warrant for all three. An ongoing operation watching a car dealership in North Hills, which is a front for a weapons modification ring. We've got two guys on the inside at the dealership, and they noted that a lot of really interesting equipment is coming into the shop and being collected by Tao Tran. These parts are not your run-of-the-mill car parts either. We're talking about everything you need to convert a semi-automatic into a machine gun. These Tran boys are in above their heads and swimming in dangerous waters. The intel we got from inside the dealership is linking back to some large and very dangerous names. These boys don't know what they've gotten themselves into. What are we looking for in the house? I'm getting to that. Their eldest, An, is a mechanical engineer. They are getting the weapons from somewhere. He's modifying them in the attic with parts he orders from his North Hills dealership. We don't have the confirmation, but I suspect they are selling them through it too. Things are a little complicated though. The boys live at home still. Their parents are older and retired. The boy's mom, Hui Nguyen, is dying. She's got stage 4 lung cancer. She's the one who called us and gave us the information. Turns out they are struggling for money and can't afford her medical care. Her sons turned their hands to this as a means of getting enough cash to pay for her treatment and help get their dad out of debt. Shit. Yeah, and she's bedbound in the house. So when we get in there, we need to move quickly but carefully. I want a small team on the inside, with two teams waiting on sides 1 and 3 just in case things go south in a hurry. These boys are going to be armed, but I want to avoid a gunfight if we can do so. The parents will be home, and we have nothing tying them to the guns, but we need to clear that house, Mom included. We'll have an RA on the scene to assist. We need to get into that attic and secure as much as we can. We need the Trans to be taken in so we can learn more about what they're doing and who they're doing it for. Any questions? Any issues? Anything that's been missed? Great. Good luck out there. And stay safe. So, okay. Das ist Strand wohl, ne? Und das. Straße wohl, das wohl? Ja, ich glaube so. Okay, das sind die Wege. Ja, okay. Dann würde ich sagen, go. Ich bleib jetzt kurz. Ich werde bei der nächsten Mission werde ich mal aufs Maschinengewehr gehen. Aber jetzt will ich mal die Pub noch mal benutzen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sie richtig gut, aber das Maschinengewehr will ich halt auch mal testen. On your six. Talk reporting. Entry team, suspects have taken refuge in the area and are refusing to cooperate. Move in. Krass. Sieht echt cool aus, ja. Also grafisch ist dieses Spiel schon der Wahnsinn. So. Ich vermute mal, dass das Haus ist.
Oha. Ist echt so. Ein bisschen hin und her gerissen, wo man reingehen soll. Gold Team. Move in and clear. Copy that. Let me see those hands! Down on your knees! Down on the ground! No, shoot, hands up! Now! Stay down and turn around. Komm schon. Stay here. Lead the talk. Civilian standing by for trailers. Talk to high ground. Great work, entry team. Keep it up. Seid ihr alle drauf? Na, ihr seid ja echte Herzchen. There. Ihr dürft ein. Ihr dürft reinkommen. You gonna move? Ja, dann durchsuch mal, Jungs. Begin a search. Secure any contact. Hier ist ja auch nichts. Ne, okay, dann würde ich sagen. Red. Blue. There, go. On my way. You're my way, sir. Out of the way, sir. Hands up now. Fuck, motherfucker. Don't move! Shit. Suspect down. Put your hands up, now! Down! Hier ist keiner. Waiting on you, sir. Ja, ich würde sagen, hier unten ist alles geklärt, dann geht's jetzt ab nach oben.
Let's get it done. Move there. Moving. Put your hands up and get down slowly. Need you to slide over. Going into cuff. Got them all zipped up. Secure. Everything's good to go. Okay, jetzt sichert hier ab. Fuck. Open, bang, and clear. Copy that. You're in my spot. Need you to move. So. Flashing it. Lots of places to hide. Put the fucking gun down! Checking the closet. Lights looks clear over here, boss. I got cuffs. Safe. Cuffing. In the way, Chief. You got suspect nothing? Ready to go. Tell you know what. Suspect in custody. Ready for transport. Talk to entry team. Copy that. Trailer's incoming. Calm down. Entry team to talk. Suspect is restrained and ready for trailers. Talk to high ground. Roger, entry team. Great work. Keep going. Zivilisten retten, Waffe lokalisieren, okay. Das heißt, es sind keine Gegner mehr hier. Provide support on me. You got point. Evidence, good to go. Lead the talk. Collecting oh, evidence. Geil, Kohle. Money, money, money. So, was haben wir hier? Haben wir hier wieder sowas Geniales? Ja, man kann ja was machen, ne? Los. Well, this is cheaper than a therapist, I guess. $1000 Einweg. Not like I could talk about our business to one anyway. Tao came back from an auction today with a bruise on his eye. Apparently some asshole didn't like his all-or-nothing approach to bidding or his smart mouth. It took so damn long to okay. Ja, muss man sich jetzt nicht alles anhören. So, was haben wir hier? Coming in to handcuff you. Zipped up and couldn't securing. Also eins muss man sagen, ey, Bart Wahnsinn, ne? Also Wahnsinn, also. Moving in to handcuff. Turn around and stay still. You gonna move? This is protocol. Fuck. Poor lady. Element to talk. Civilian, good to go. This is talk. Roger. Trailer's inbound. Das heißt, wir müssen nur das Waffending lokalisieren. Also A. Nee. Keller. Ja, kann ja nur da oben dann sein. Oder ist es irgendwo ganz unten in einem Keller? Ja, dann müssen wir es mal gucken. Irgendwo hier wird es bestimmt sein, oder? Oder ist es unten? Oh. Das hier sieht. Wow, 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 was geht denn hier ab? Ich glaube, ich hab's. Element to talk. Evidence bagged. Copy that. Put him on safe and let him hack. Great job. Ja, also eine Mission, die wohl auch very easy war. Ey, bloß, ja. Also die war wirklich einfach. Die war echt einfach.
Es gibt halt echt Missionen, die sind einfach und dann, wow, ich hab mal wirklich alle, wo zufrieden sein. Einsatzmoral sind. Wow. Das habe ich auch noch nicht gehört. Also die und die eine da in dem Wald sind bis jetzt die einfachsten gewesen. Wobei ich jetzt sagen würde, die hier eigentlich noch einfacher vielleicht. Aber es ist krass, da hast du eine Mission, die ist wirklich einfach. Da hast du Missionen dazwischen, die sind richtig, boah, bad. Ey, krass, die sind alle top. Therapie braucht ja keine, der auch nicht. Okay, das habe ich auch noch nicht gehabt. Warte mal, lass mal gucken. Ich habe einen Sanitäter, Verhandlung, Moral. Eigentlich ist es eine gute Mischung hier, ne? Ich würde sagen, es ist eine gute Mischung. Okay, wir haben was frei... Moment, stopp, stopp, stopp. Wir müssen was freigeschaltet haben. Habe ich schon gesehen, oder? Die Uhren tut man hier echt viel freischalten, ne? Schmiergeld, das klingt auch interessant. Okay, ja. Gucken wir uns mal das mit der Uhr an. Gucken wir mal, was die Uhr da so bringt. Weil ich ja so eine Ausrüstung habe, wo man das hier gar nicht sieht. Warte mal. Wenn ich das jetzt ändere. Ja, dann können wir uns mal die Uhr angucken. Da sieht man jetzt mal das Band. Das sieht eigentlich ganz, ja, passabel aus. Wann schaltet man den Kram da eigentlich frei? Versteckspiel. Multiplayer? Oder kommt da so viel Missionen noch? Das wäre schon krass. Ich weiß doch damals, wie man die Beta, das war ja dann auch so. Da gab es, glaube ich, 6 oder 7. Sechs, sieben. Irgend sowas, ja. So, da haben wir die Uhr. Ich finde es ganz cool, aber ich mag das da besser. Ich mag das hier lieber. Ich finde das viel cooler. Hier gab es auch noch nichts, ne? Nee, ich finde das hier, es gefällt mir eigentlich so gut. Ist eigentlich ganz okay. So, apropos okay. Also. Maschinengewehr. Ja, ich will jetzt echt mal Maschinengewehr testen. Also, wollen wir erstmal gucken, was wir da haben. OP9. Hat der einen Rückstoß? Das ist der Vorgänger, ne? Ja. Geneigt für Nahkampf. Was ist das? P90. Die wäre auch Nahbereich. Ja, ist eigentlich alles Nahbereich, oder? Aber irgendwie die hier. Weiß nicht warum, aber irgendwie sagt die mir hier zu. Ich muss sie mal testen. Felddämpfer. Mach mal drauf, wir gucken mal. Das hier. Ja, Taschenlampe, das ist, hat halt schon sein. Okay, testen wir das Ding mal. Mir ist nicht der große Fan der Maschinenpistolen. Ich teste es jetzt erstmal, ob es mir zusagt. Das Ding ist wie ein Sturmgewehr. Habe ich da ein Sturmgewehr jetzt, oder?
Was Munition angeht, ist sie nicht schlecht. Aber eigentlich, also sie liegt richtig gut. Ich finde sie liegt gut. Hab ich jetzt echt. Hab ich jetzt echt ein Maschinengewehr? Hat da jetzt irgendwie. Gut, sie hat einen Schalldämpfer, deswegen ist sie auch leiser. Aber ich will mal kurz was testen, ob das echt ein Maschinengewehr ist. Ich nutze. Machen wir die hier, machen wir das drauf. Taschen. Wo haben wir sie hier? Und testen wir die, ob die alle hier so sind. Also das mit dem Schalldämpfer ist eigentlich ganz cool gemacht, finde ich schon. Aber Maschinengewehr müsste doch mehr Wumms haben, oder? Was? Wow, ich muss sagen, die gefällt mir. Munition passt. Kurz was gucken, wie schnell ich mit der Pistole schießen kann. Passt. Okay, ich würde sagen, machen wir mal das Maschinengewehr. Moment mal, wie guck ich denn immer die Granate? Ist 3, oder? Ja. Ah, okay. Oh, okay, das geht auch. Ja, sehr schön. Ja, nee, gefällt mir eigentlich. Ich finde es eigentlich ganz cool. Okay. Dann gucken wir uns mal gerade die nächste Mission an, was da erwartet. Schmiergeld. So. Detektivs des LSPD, des LSPD. Untersuchen das Gelände, da wo der Verband bestand. Dass dort Waffen für die Gang Los Loros importiert wurden. Es kam zu einer Schießerei, bei der ein Verdächtiger erschossen und ein Detective, ich habe Detektiv vorgelesen, ne? Ne, Detective des LSPD schwer verwundet wurde. Das SWAT-Team wurde gerufen. Ja, das sieht hier mal sehr interessant aus. Also das ganze Gelände hier. Also, ja, hier ist das ganze Gelände wohl. Wow. Oder nur das Gebäude, weiß man nicht. Aber ich tippe mal auf jeden Fall das Gebäude, klar. Das Gebäude hat schon in sich. Ja, so. Aber das Gebäude ist linear. Hat aber mehrere Eingänge. Das könnte halt echt problematisch werden, ja. Wie innen, wie außen. Okay, das wird eine heiße Nummer werden. Leute, das war's von dem Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann geht's mit, nicht das Ende der Welt, sondern Schmiergeld weiter. Bis dann.